fange einfach mal ein bisschen realistisch an. Also ist die Frage ist, kann die Linke dieses Window of Opportunity überhaupt nutzen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Wo muss sie Dinge einfach schlicht bearbeiten? Ich möchte als Ausgangspunkt vielleicht kurz nochmal auch in Ergänzung der Frage von vorhin. Es gibt, also Transform Europa ist eine von 10 politischen Stiftungen. Die gibt es praktisch über die komplette Breite des Europäischen Parlaments, der europäischen Parteienfamilien. Also es gibt auch eine extreme rechte Stiftung. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Prognosen für die Europawahlen 2024, da kann die Linke ein wenig zulegen. Es könnte sein, dass aus den 37 Abgeordneten 46 Abgeordnete werden. Für die Stiftung, für die Europäische Stiftung, für die ich hier stehe, stellvertretend, würde das bedeuten, so viele, die bereit sind, für die Europäische Linkspartei zu unterzeichnen, so viele gewählte Abgeordnete, so viel Geld kann dann Transform Europa für sich nutzen. Damit man jetzt versteht, was die 46 Abgeordneten bedeuten, die neue euroskeptische Fraktion im Europaparlament, die hatte jetzt 66 Abgeordnete und wird künftig 89 Abgeordnete haben. Und die extreme Rechte, Identität und Demokratie, ein unverschämter Name aus meiner Perspektive, aber den haben die sich gewählt, die besteht jetzt aus 60 Abgeordneten und die werden prognostiziert 92 Abgeordnete haben. Das bedeutet also, die Möglichkeiten auch der Stiftungsarbeit auf europäischer Ebene wird sich erheblich nach rechts weiter verschieben. Und wir müssen gucken, wie wir dann die drei europäischen Akteure, die es überhaupt gibt, nur auf europäischer Ebene, unter den Linken, das ist die Europäische Linkspartei, das ist die Left Group im Europaparlament und das ist Transform, dass wir auf eine Weise zusammenarbeiten, wie das bisher leider so nicht der Fall war. Also wir müssen schlicht und einfach kooperativ zulegen. So, jetzt also, wo müssen wir da ansetzen? Was ist praktisch für uns der Ausgangspunkt? Jetzt im Jahr 23 im Vorfeld der Europawahl. Es ist so, dass wir in einer anderen Situation stehen als 2009 und 2014. 2009 und 2014 war die soziale Frage die entscheidende Frage in den Wahlkämpfen. Bloß anders als 2009 und insbesondere 2014 ist die soziale Frage nicht gekoppelt an die Austeritätsfrage, sondern an die Kriegsfriedensfrage, an den Ukraine-Krieg. Und das ist ein Problem für die Linke, weil sie in der sozialen Frage eigentlich, also auch europaweit, also relativ homogen auftritt mit einem klaren sozialen Profil und hier große Übereinstimmung hat in ihrem Herangehen. Ich erinnere nur an die unterschiedlichen Housing-Kampagnen, an die Initiativen im Pflegebereich und so weiter. Da haben wir also was anzubieten. Wir sind aber komplett, also haben eine große Diversität aufzuzeigen, wenn es um die Frage Krieg-Frieden geht, um die Bewertung des Ukraine-Krieges, um die Bewertung der NATO, um die Bewertung der einzelnen Sanktionen, um die Bewertung der Waffenlieferung und so weiter. Die Frage ist, was macht man dann, wenn man so divers ist? Da komme ich auch gleich noch zu sprechen. Ein weiterer Ausgangspunkt, der sich aber auch verändert hat, ist, und davon war heute und gestern schon sehr viel die Rede, die neuen Konfliktlinien oder die sich verändernden Konfliktlinien auf der europäischen Ebene. Und die Frage nach der Autonomie, da haben wir jetzt so viel gesprochen, dass ich das nahezu weglassen kann. Wichtig ist mir aber, dass in der Rede von Ursula von der Leyen, also diese Wettbewerbsfähigkeit zum Status der EU, diese Wettbewerbsfähigkeit übrigens ganz zentral gesetzt worden ist. Und die ist verknüpft worden auch mit Fragen des Ukraine-Krieges, mit den neuen globalen Auseinandersetzungen und interessanterweise der Ukraine-Krieg verknüpft worden ist mit dem Green New Deal. Man kann also davon ausgehen, dass eine der Erzählungen auch im Europawahlkampf sein wird, man braucht die militärische Absicherung des Green New Deals. Die Frage ist, was setzt dann also die Linke dagegen? Und da stößt sie, und das würde ich jetzt als eins der Probleme oder Herausforderungen, Herausforderungen klingt immer schöner, für die Linke verstehen, wie stellt sich das eigentlich für die europäischen Gesellschaften dar? Also wie reagieren die Leute, wenn sie befragt werden, was für die Europäische Union jetzt gerade wichtig ist? Und wie betrachten sie auch die Entwicklung der Europäischen Union?
Und was wir sehen können anhand auch der Eurobarometer-Daten ist, dass es eine größere Selbstverständlichkeit der Jahre in Bezug auf die Existenz der EU gibt. Die ist praktisch gesetzt und sie wird als existierende, auch politische, auch eigenständige Kraft eigentlich nicht mehr wirklich in Frage gestellt. Also selbst die Rechten sind jetzt im Moment nicht dabei, den Austritt zu erklären, sondern versuchen, andere Wege zu finden. Judith hatte das ziemlich ausführlich und gut dargestellt. Es gibt also große Mehrheiten, auch in Bezug, und das ist für uns eine Herausforderung, in Bezug auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Also über 70% finden das richtig, was da passiert und wie es passiert. Über 77% finden im Moment eine europäische gemeinsame Verteidigungspolitik völlig okay. Und es verbinden immerhin, also bei einer Abfrage, welche Werte stehen für die Europäische Union, was ist Ihnen da wichtig, 36% verbinden das mit Frieden und Sicherheit. So, und diese Unterstützung gibt es auch mehrheitlich in Bezug auf die europäischen Maßnahmen, also Maßnahmen der europäischen Institutionen in Bezug auf die Ukraine. Und da ist es so, das ist erstmal positiv, dass 90% die humanitären Maßnahmen unterstützen, aber auch 65% die Lieferung und Finanzierung von Waffen. Also in der EU, in der Bevölkerung, der Mehrheit, also die Mehrheit der EU, ist es so, dass alle diese Maßnahmen auf europäischer Ebene eher unterstützt werden. Und wenn sich eine Linke dagegen positioniert, und das sollte sie und muss sie, dann muss sie aber gleichzeitig wissen, dass sie hier vor einer Herausforderung steht, die sie schlicht bearbeiten muss. Und da sind die 20.000, die du gerade genannt hast, oder 25.000 bei der Großdemonstration im Vergleich zu der Demonstration vorher und im Vergleich zu Demonstrationen in den 80er Jahren, da möchte man gar nicht den Vergleich antreten, natürlich relativ klein im Unterschied zu Italien, die tatsächlich 100.000 auf die Reihe kriegen. Was wichtig ist für die Linke ist auch, und das ist eben die Herausforderung, dass der Zusammenhang von Krieg und der Anstieg von Lebenshaltungskosten auch also konkret natürlich erfahrbar ist. 46% der Menschen haben seit dem Ukraine-Krieg ihre Ausgaben einschränken müssen, auch vor dem Hintergrund der Preissteigerungen in Energie- und Lebenshaltungskosten. Das heißt also, es gibt auch erfahrbar für die Leute selbst diesen Zusammenhang zwischen sozialer Frage und Krieg. Die Rechten haben dieses Problem nicht, weil sie lehnen sowieso Waffenlieferungen ab, finden den Ukraine-Krieg sowieso auch falsch. Und für sie ist sozusagen es eher eine kohärente Geschichte, mit der sie antreten müssen. Und diese kohärente Geschichte hat die Linke so nicht. Wenn man sich anguckt, was sind jetzt die Linken, also die Ansätze der Linken? Und da beginnt die Diversität. Also wir haben in der Parteienfamilie der Linken eine unheimlich große Diversität zwischen kommunistischen Parteien, postkommunistischen Parteien, linkslibertären Parteien, linkssozialistischen Parteien. Also die ganze Breite gibt es bis linkskonservativen Parteien, zu der ich jetzt also zum Beispiel mal die SP der Niederlande zählen würde. Also die ganze Breite haben wir und diese Breite zeigt sich natürlich in Bezug auf Europa und sie zeigt sich auch in Bezug auf die Krieg-Frieden-Fragen. In Bezug auf Europa hat sich etwas verändert in den letzten Jahren. Und zwar vor allem die skandinavischen Parteien und hier insbesondere auch die dänische linksgrüne Allianz hat sich praktisch von einer Anti-Europa-Partei zu einer eher europaskeptischen, europakritischen Partei entwickelt. Das gilt auch für die schwedische Partei, die immer weit draußen stand, die aber auch mit den jüngeren Generationen jetzt hier einen Wechsel auch im Verständnis der Europäischen Union als selbstverständlicher Raum der Auseinandersetzung, der Kämpfe geführt wird. Also es gibt trotzdem natürlich ein völlig unterschiedliches Verständnis auch innerhalb der Parteien, das kennen wir von der Linken in Deutschland, also die EU als praktisch imperiales Projekt, aber auch imperialistisches Projekt, das man im Grunde genommen nicht verändern kann. Ich glaube, für diese Position stand gestern auch Rügemer. Es gibt aber auch die Idee, dass man die EU als Kampffeld sehr wohl nutzen muss, aber auch als Gestaltungsfeld nutzen muss. Also gucken muss, wie man auf der europäischen Ebene die Kräfteverhältnisse so verändert, dass sich auch dort vor Ort etwas gestalten und verändern lässt. Und dass es Möglichkeiten gibt, zeigte ja unter anderem gestern auch die Präsentation der Mindestlohnrichtlinie. Also alles in allem, die Interpretationen in der EU sind unterschiedlich. Und diese
unterschiedlichen Interpretationen gibt es auch in Bezug auf die Kriegsfriedensfrage. Die Gemeinsamkeit von allen ist, und das ist wichtig, dass man das betont und auch nochmal deutlich macht, die Gemeinsamkeit von allen ist die Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Egal welche Linkspartei, sie sind alle sozusagen dahingehend einig, dass diese Aggression verurteilt wird. Sie unterscheiden sich in der Schärfe und sie unterscheiden sich auch in der Bewertung der Rolle der NATO. Da gibt es große Unterschiede. Und sie führen die Rolle der NATO auch zurück oder verknüpfen sie mit der Osterweiterung und mit der Ignoranz gegenüber russischen Sicherheitsinteressen. Das heißt also, diese Differenzen gibt es in Bezug auch auf die NATO. Die Mehrheit der Linksparteien der EL lehnt die NATO als interessengeleitetes Militärbündnis klar ab. Es gibt aber inzwischen Veränderungen, und zwar betrifft das die Länder, die geografisch an der Linie der neuen globalen Blockkonfrontation liegen. Das sind insbesondere die baltischen Länder, und das ist also Estland, Litauen, Lettland. Dazu gehört aber auch Polen, logischerweise, und auch hier und inzwischen auch also große Teile der finnischen Left Alliance, also große Teile, die in der NATO die einzige existierende Sicherheits- und Schutzmacht sehen, die sie in Europa haben. Das führte 2022 auf der Sommeruni der Europäischen Linkspartei zu einer wirklich gravierenden Auseinandersetzung. Und es war unheimlich schwer, also das Verständnis für die jeweilige Seite zu finden und hier zu einer, Kultur dann des gegenseitigen Hörens und Akzeptierens der Unterschiede, die dann nicht wegdiskutiert werden konnten, sondern die im Raum blieben, also weiter zu behalten. Wie sieht das mit Schweden aus? Schweden schlägt vor, in Bezug auf die Mitgliedschaft Schwedens in der NATO ein Referendum auszuschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Umfragen in Schweden konkret aussehen, aber sie versuchen sozusagen, diese Frage an ihre Gesellschaft weiterzuleiten. Aber sie selbst sprechen sich gegen den NATO-Beitritt aus und sie sehen noch immer in der militärischen Blockfreiheit die beste Grundlage für Frieden und Abrüstung. Sie haben dazu auch kürzlich erst eine Erklärung herausgegeben und aus der möchte ich kurz zitieren, weil ich finde die Erklärung ganz wichtig, gerade vor dem Hintergrund, dass man wenig über die schwedische Linke im europäischen Kontext sonst hören kann. Sie sind da einfach wenig präsent. Also eine Mitgliedschaft in der NATO würde unsere sicherheitspolitische Lage erheblich verschlechtern. Wir sind auch nicht der Meinung, dass Schweden Teil eines Atombündnisses sein sollte, was die NATO im Grunde genommen ist. Schweden sollte niemals an der Planung, Vorbereitung oder Übung des Einsatzes von Atomwaffen beteiligt sein. Nächster Satz. Die internationale Sicherheit sollte dem Völkerrecht, der Zusammenarbeit und einem starken globalen Regelwerk unter der Führung der UNO beruhen. Die Linkspartei kritisiert nachdrücklich, dass von der NATO erwartet wird, eine immer größere Rolle auf Kosten der UNO zu übernehmen. Ende des Zitats. So, also ich finde, das ist praktisch eine Ansage, mit der man also auch arbeiten kann. In Bezug auf die Waffenlieferung gibt es natürlich auch Unterschiede, das kann man jetzt schon ahnen. Und gegen Waffenlieferungen also an die Ukraine haben sich ausgesprochen beispielsweise die Italiener, die sind da ganz klar, aber auch die PTB, die Belgische Arbeiterpartei, Syriza, die Spanische Linke und zwar alle, also die komplette Breite von kommunistischer Partei bis Podemos, sind sich da einig und die Beschlüsse unserer Partei kennt ihr. Stellungnahmen von der schwedischen waren etwas verhaltener. Entgegen dem Votum des Parteivorstandes hat die Partei im Parlament, das finde ich bemerkenswert, gegen Waffenlieferungen gestimmt. Also gut, so ist es. Die finnische Linksallianz sieht die Notwendigkeit von Waffenlieferungen und ebenso auch die polnische RASIM. Die polnische RASIM, die ja im Bündnis mit der Sozialdemokratie Polens praktisch eine Allianz bindet und im Übrigen auch nicht vorhat, also in die GUE-NGL, in die Left Group hineinzugehen, sondern sich der Sozialdemokratie anzuschließen. Zu den finnischen Wählern vielleicht noch Folgendes, also was möglicherweise auch mit den Positionen der Parteien dann zusammenhängt. 70% der Wähler der Linksallianz sind persönlich bereit, sich im Fall eines Angriffskrieges auf Finnland an der Landesverteidigung zu beteiligen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten. Darunter 75% der Wähler der finnischen Left Alliance.
Also es gibt an dieser Stelle also eine tatsächlich gesellschaftliche Unterstützung auch der Positionierung der Partei oder umgekehrt. Die Parteipositionierung hat sich an dieser Stelle auch diesen gesellschaftlichen Mehrheiten, also hat sie übernommen oder angenommen. Unterschiedliche Positionen gibt es auch zu den Sanktionen. Und da ist es ähnlich gelagert, also oder ähnlich gelagert, die meisten Linksparteien unterstützen die Sanktionen, die vor allem also auch das Putin-Regime, also die Eliten treffen sollen, als nicht-militärische Option. Über diese nicht-militärische Option, über diese Sanktionen hinaus gingen dann noch die Linksallianz, die finnische Linksallianz und die schwedische Linkspartei. Die forderten noch umfassendere Sanktionen, und zwar bis zum, hat sich inzwischen erledigt, Stopp von Nord Stream 2. Und Rasim wollte außerdem auch noch den Ausschluss Russlands aus dem Council of Europe. Auch das ist erfolgt. Also praktisch, sie gingen dann in ihren Forderungen weiter. Interessanterweise gegen Sanktionen, auch das gibt es, hat sich die kleine Partei Left Unity aus Großbritannien ausgesprochen, aber auch die Izquierda Unida und die AKEL. Und die AKEL verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass sie befürchten, dass es zu nicht gewollten Konsequenzen führen könnte, für die die Menschen in Europa dann den Preis zahlen müssen. Zur europäischen Armee. Auch da gibt es unterschiedliche Positionen. Die meisten lehnen sie ab. Diskutiert wird sie interessanterweise in der Linken in Deutschland, ist darüber diskutiert worden, und in Syriza. Also Yorgos Katrugalos hat sich klar für eine europäische Armee ausgesprochen. Nun wisst ihr, dass die Situation in Griechenland der griechischen Linken gerade sehr schwierig ist. Also wieder die Positionierung jetzt also einer neu gebildeten Linken und einer bisherigen Syriza-Partei weiter vorwärts gehen wird, wird man sehen. Unklar. Was heißt das jetzt alles für ein europäisches Projekt? Also wie kriegt man aus diesen polarisierenden Positionen was Gemeinsames hin? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist möglich. Also der Parteitag der Europäischen Linkspartei im Dezember 2022, der hat gezeigt, trotz dieser Differenzen kann man zu einem gemeinsamen Dokument finden. Und das finde ich wichtig. Ich möchte aber, bevor ich zu dem Dokument selber komme, noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Und zwar wird mit dem Ukraine-Krieg deutlich, dass die geografische Lage der Länder wichtig ist, was vorher de facto kaum eine Rolle gespielt hatte. Große Länder spielten eine Rolle, kleine Länder. Es spielte die Frage der Existenz großer oder kleiner Parteien, wichtiger oder kleiner, winziger Initiativen, das spielte alles eine Rolle, aber die geografische Lage war mehr oder weniger irrelevant. Das Problem ist, was wir als Europäische Linke haben, dass eben von diesen Ländern, die jetzt entlang der Blockkonfrontation praktisch liegen, erstens die Linke mit Ausnahme jetzt der finnischen Left Alliance ausgesprochen schwach ist, die politische Linke, die existiert de facto nicht in der Europäischen Linkspartei und bumm. Und auch nicht in der Left Group, da noch weniger, weil man ja gewählt werden muss und die Verteilerschlüsse sind, wie sie sind, und die Schwäche der Linken kommt hinzu. Alles in allem findet sich also in den europäischen Institutionen, Transform hat Mitglieder aus den Ländern, zumindest also eine Organisation von Litauen bei uns, dass diese Stimmen, die auch wichtig sind, gehört zu werden und ihnen Raum zu geben, dass die kaum praktisch im europäischen Raum reflektiert werden. Und die finnische Linksallianz, die hat sozusagen im Vorfeld des Parteitages in Wien, als es um die Überlegung geht, wie formuliert man das politische Dokument, was das wichtige Dokument im Vorfeld der Europawahlen ist, findet man zu einer gemeinsamen also Formulierung oder findet man es nicht, haben sehr viel Abstriche gemacht, letztlich aber zugestimmt. Also einiges von diesen einige Positionen teilen sie als Linksallianz nicht, haben aber dem Instrument insgesamt, dem politischen Dokument zugestimmt. Ich zitiere auch gleich, was da das Resultat war. Sie haben aber nach dem Parteitag erklärt, sie bleiben nicht länger Mitgliedspartei der Europäischen Linken, sondern sie wechseln in den Beobachterstatus. Das heißt, es ging also auch an den finnischen Linken nicht ganz spurlos vorbei, diese heftigen Auseinandersetzungen. Aber, und das ist meine Botschaft,
Man muss nicht auseinanderfliegen, sondern man kann und man muss auch auf europäischer Ebene den Weg des kooperativen Findens und weiter stabilisieren. Und was wir festgestellt haben, ist, der Dezemberparteitag war im 22. Die Linksallianz hat sich nicht verabschiedet, sondern sie ist Teil der Europäischen Sommeruni, sogar mit einer großen Delegation. Sie ist Teil des Europäischen Forums mit einer größeren Delegation, im Übrigen als Deutschland vor Ort präsent war. Also sie sind weiter an Bord und sie machen aber mit diesem Schritt deutlich, dass es hier auch Differenzen gibt und versuchen aber praktisch dieses europäische Projekt auch auf diese Weise mit aufrechtzuerhalten. Das europäische, das politische Dokument ist praktisch das verbindliche Dokument für das Europäische Forum. Das Europäische Forum ist seit 5 oder 6 Jahren, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, da kann mir entweder Claudia Heidt, wenn sie zuhört, helfen oder Martin, ist ein Forum der progressiven Linken, was im November stattfindet, wo wir versuchen, alternative Strategien für ein friedliches, demokratisches, sozial-ökologisches Europa hinzukriegen. Und wo wir jetzt auf diesem letzten Forum in der Nähe von Madrid miteinander Alternativen für Europa diskutiert haben, im Übrigen auch in enger Kooperation mit den europäischen Gewerkschaften. Also Just Transition war einer der Schwerpunkte auch in dieser Auseinandersetzung, beziehungsweise ein Aktionsplan, der von den europäischen Gewerkschaften mit diskutiert worden ist zu diesen konkreten Fragen. Ich kann euch nur einladen, also über die Newsletter von Transform kriegt man die Daten rechtzeitig und kann sich praktisch diese Tage freischaufeln. Jetzt komme ich aber zu dem, was eigentlich also auch noch praktisch Gegenstand dann des politischen Dokuments wurde und damit ein Stück weit ein Signal geben soll. Also man kann das alles hinkriegen. Im politischen Dokument heißt es nun, ach so, vielleicht macht es Sinn, dass ich noch kurz die Konfliktlinie etwas genauer beschreibe. Und die Konfliktlinie war so, dass in Bezug auf das politische Dokument die italienischen Genossen wollten gerne viel stärker die Rolle also der NATO in diesem Dokument manifestiert sehen. Und die dänischen Genossen haben wiederum gesagt, wenn ihr das macht, dann können wir das also, dann verlassen wir diesen möglichen Spannungsbogen. Ihr überzieht den Spannungsbogen in Bezug auf die Linksallianz, aber auch in Bezug auf die linksgrüne Partei Dänemarks und möglicherweise andere Parteien. Also wenn ihr das Dokument, was jetzt also vor euch liegt, wenn ihr das so nehmen könntet, dann bleiben wir mit am Ball und wir würden euch bitten, dass ihr mit allen Aktivitäten, die wir dann anschließend in den Kämpfen miteinander, in den Friedenskämpfen miteinander dann diskutieren und nach vorne bringen wollen, dann haben wir eine Grundlage für uns als politische Partei und die ist ja nicht wenig wert vor dem Hintergrund der permanenten Fragmentierung in den einzelnen Ländern. Und nun wissen die Italiener, was Fragmentierung heißt, ausgesprochen gut. Das praktizieren die sozusagen als tägliches Geschäft. Also insofern waren auch sie daran interessiert, eine für alle gemeinsame Grundlage zu finden. Das sind jetzt keine weltbewegenden Sätze, die ich zitiere, aber die machen deutlich, was dann praktisch das Ergebnis sein kann. So heißt es im politischen Dokument, die NATO hat ihre Zusagen hinsichtlich der Osterweiterung gebrochen. Damit wird der europäische Kontinent zum Schlachtfeld globaler Kämpfe. Die Europäische Linke lehnt die Präsenz von US-Truppen auf unserem Kontinent ab und wir wiederholen die grundsätzliche und prinzipielle Kritik an der NATO sowie unsere Position zur Bündnisfreiheit gegenüber NATO und USA. Wir setzen uns für globale und multilaterale Abrüstung ein. Wir fordern die Einberufung einer internationalen Konferenz unter Schirmherrschaft der UNO für eine weltweite Waffenruhe und die Schaffung einer neuen internationalen Ordnung, aufbauend auf den Prinzipien kollektiver und globaler Sicherheit. Und wir fordern die Diskussion über eine neue kollektive Sicherheitsarchitektur und hierfür eine jährliche Friedenskonferenz aller Koop-Prozess. Das ist der Prozess, der zur Klimafrage jedes Jahr stattfindet. Wir fordern die Wiederaufnahme von Abrüstungsverhandlungen, insbesondere der nuklearen Abrüstung, einschließlich der Wiedereinsetzung des INF-Vertrages und des Verbotes nuklearer Mittelstreckenraketen. Wir fordern das Engagement für Frieden und Abrüstung. Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden. Wir fordern eine Rückkehr an den Verhandlungstisch, eine Waffenruhe und den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine.
Wir fordern eine intensive Debatte über eine kollektive Sicherheitsarchitektur auf der Grundlage der UNO-Charta und wir appellieren dringend an alle politischen, gesellschaftlichen, bürgerschaftlichen und pazifistischen Kräfte, Initiativen zu starten, um zu verhindern, dass sich die Spirale des Krieges weiterdreht. Ende des Zitats. So. Also, es geht. Jetzt muss man was draus machen. Und damit bin ich fertig. Danke.